das haben wir in zwei Runden erledigt, wenn er trifft. Einen getroffen, nächsten getroffen und... Yeah. Das ging schnell. Und dann müssen wir zum Offizier. Gold verkaufen. Naja. Ich glaube, das wird echt keiner machen. So. Und da sind wir da. Oh. Da kommen noch Monster kurz vom Ziel. Einen aussuchen oder kriegen wir alle? Ich glaube nicht. Nein, wir müssen einen aussuchen. Nehmen wir natürlich hier drei Lupenreine. Das ist immer besser. Und Abschluss der Reinigung. Lass mich das Übel untersuchen. Ich verspreche Ihnen, die Wut von Gant Wolfyn zu demonstrieren. Erstatte dem Vorsteher der Händlergilde Bericht, der Handelsweg von Birnsee ist nun offen, du kannst also sofort gehen. Okay, dann gehe ich doch sofort. Na, achso, dann läuft er ja so nicht hin, da muss man so machen. Ach, läuft er den Umweg. Naja. Aber ich dachte, da steht eine Schatztruhe, das ist nur eine Verwandlungskarte. Fertig. Apropos Verwandlungskarte. Das können wir uns auch mal gönnen. Hier haben wir nämlich Leichen. Jetzt sehen wir aus wie eine schöne kleine Leiche. Hast du noch was für uns? Nee. Ach doch. Ende gut, alles gut. Meine Eltern wollten ihre Reise beginnen. Deine Eltern. Sag mal, wie alt sind die? 200? Geh schnell zum Besitzer der Händlergilde von Pompeii. Sag ihm, er soll sich bereithalten. Wenn die Gilde ausgeraubt wird, wird die ganze Stadt darunter leiden. Ah ja. Okay, auf nach Pompeii. Pompeii. Oder Pompeii. Wie auch immer man das aussprechen will. Achso, dann müssen wir da unten rumlaufen. Da ist Chantal Nummer 3. Und Vorsteher fertig. Du bist endlich zurück. Ja, ja, ja. Wie immer, wer das lesen will, darf gerne Pause drücken. Ich schaffe das echt nicht, das alles immer vorzulesen in der kurzen Zeit, wo es da steht. Du sollst mir danken. Hä? Du solltest mir danken, Kumpel. Ich habe die halbe Gilde mobilisiert, damit sie dir bei der Suche nach den Feldzyklopen helfen. Wir waren vielleicht nicht erfolgreich, aber... Nein, 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 keine Sorge, lass mich ausreden. Die Gilde hat vielleicht versagt, aber die Wächter können es noch immer schaffen. Als ich hörte, dass der Offizier auf dem Weg sei, kam ich direkt hierher, um es mit dir zu erzählen. Geh und finde den Offizier. Vielleicht könnt ihr zusammenarbeiten. Naja, Friedensoffizier, Pompeii... Dann arbeiten wir mal schön zusammen. Zyklopeninformation ist fertig. Ja, ja. So. Na, hier hoch. Der Analyse zufolge wandern die Feldzyklopen regelmäßig aus. Obwohl es nur eine kurze Strecke ist, ist es eine mühsame Reise. Schließlich erreichen sie die Meditationsplätze. Vor kurzem habe ich auf der Patrouille ein paar Zyklopen gesehen, aber alles, was sie haben, wird von den großen Zyklopen genommen. Diese großen Zyklopen haben sehr schlechte Auswirkungen auf Tabufeld. Für uns bedeutet das auch Ärger. Wenn du einige der großen Zyklopen vernichten könntest, wäre das Gleichgewicht vielleicht wiederhergestellt. Haha, das ist nur eine Vermutung. Ich hoffe aber, dass du mir hilfst.
12 Ödland-Bergmonster müssen wir töten. Und sind im Tabufeld. So kann man auch hin teleportieren. Warum ist im Tabufeld die Stadtmusik? Da irre ich mich jetzt. Das ist seltsam. Kein Monster wird bis dahin gelaufen. Kein Monster. Jetzt aber. Ja. Was? Ist jetzt auch da oder ist sie weg? Das ist rätselhaft. Okay, dann war es wohl weg. Der Hinterhofeld ist echt eine Stadtmusik. Sehr komisch. Hat mir noch nie aufgefallen. Ich habe sonst auch nie Musik an. Und er hängt wieder fest. Das passiert halt auch sehr oft, dass wenn man so einen Weg macht, die irgendwo festhängen. Nicht weiter rennen. Juhu, da sind welche. Ja, ich denke mal, ich mache dann eine Pause, bis wir die 12 haben, weil das wird ein bisschen dauern. Okay, wir haben alles zusammen und müssen nach Pompeji. Ich habe außersehen aufs Drucklauf geklickt. Mal wieder. Okay, wir haben sogar noch was anderes fertig. Ah, wieder so eine Tafelquest, die wir mal angenommen haben, wovon ich gar nichts mehr weiß. Nun ja. Haben wir wenigstens noch ein bisschen Silber, ein bisschen Erz. Erz, sag ich schon. Ein bisschen Erfahrung. Obwohl, sie haben wir gar nicht bekommen. Das ist ja fies. Nun ja. Aber dieses haben wir auch fertig. Ich weiß, du bist der Richtige. Ja, natürlich. Meinen Beobachtungen zufolge hat kein verrücktes Kaninchen den Schlüssel. Ach, hat ein verrücktes Kaninchen den Schlüssel? Ich war ihm voll verwirrt. Die Kaninchen sind normalerweise Nahrung für Feldzyklopen. Ich weiß nicht, wie sie so verrückt geworden sind. Kleine Zyklopen können keine Kaninchen fangen. Nur große Zyklopen sind erfolgreich. Sind die Kaninchen-Zyklopen auch verrückt geworden? Was geht hier vor? Gibt es ein Problem in der Nahrungskette? Warum werden sie dann verrückt? Liegt ein böser Zauber auf dem Gebiet? Irgendwas. Irgendwo läuft irgendwas schief. Ja. Naja, wir sind dabei helfen, warum die Kaninchen verrückt werden und sollen Verkümmerungspulver finden. Also heißt es, Kaninchen töten, bis wir Verkümmerungspulver haben. Eigentlich kann ich auch teleportieren, aber... Wenn ich hier Tabufeld gefunden habe, sind wir auch schon da. Sind wir in Tabufeld teleportiert, auch gut. Nun ja, suchen wir ein paar Kaninchen und ja, da hinten ist ein Ausrufezeichen, das machen wir auch noch. Aber erstmal eine Quest nach der anderen. Wir haben noch genug offen. Bevor wir endlos ins Chaos gestürzt werden mit Vorführungen, lieber eine nach der anderen fürs Let's Play. Wenn man jetzt so spielt, will man natürlich hier die Quest sofort gleich mit annehmen, dann kann man alles in einem machen. Muss hier weniger rumrennen. Ich schätze mal, die wollen da gleich einen Boss machen. Ach, wir haben das Bekümmerungspulver schon. Dann gehen wir doch nach Pompeji. Da unten. Ah. Hab den Arm nicht getroffen. Da wollte woanders hinrennen. Fertig. Seltsames Pulver, du bist wirklich sehr aufmerksam. Wie konnte ich mir das nur entgehen? Ja, das frage ich mich auch. War doch so offensichtlich. Stand da ja schon hier drüben. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Alle Kaninchen, die davon essen, werden verrückt. Ich werde es nicht versuchen. Oh ja, ich habe gehört, dass es in Drucklauf einen merkwürdigen Forscher gibt, der solche Sachen untersucht. Vielleicht sollten wir ihn um Hilfe bitten. Auf nach Drucklauf zum XX-Forscher. Na, dahin. So.
Läufst du jetzt? Sag mal. Naja, interessantes Projekt haben wir. Stimulanzen. Es sind tatsächlich Aufputschmittel. Ich dachte, es wäre etwas Neues, ein Trank, der die Fähigkeit eines Organismus für kurze Zeit verstärken kann, aber die Nebenwirkungen sind grauenvoll. Es wird gesagt, dass Menschen oft einfache Aufputschmittel nutzen, um ihre natürlichen Fähigkeiten zu verstärken. Was willst du denn damit? Du hast es im Mund eines verrückten Kaninchens gefunden? Obwohl jemand versucht, den Kaninchen zum Mördern zu machen? Unvorstellbar. Okay. Wir müssen wieder zum Friedensoffizier in Pompeji. Diesmal so, geht schneller. Fertig. Ich weiß nicht, was die Wölfe vorhaben. Ich weiß nur, dass wir handeln müssen. Ich brauche deine Hilfe. Töte die Schwächsten von ihnen. Die Wolfsomas. Ach ja, wie nett. Töte die Schwächsten von ihnen. Die Wolfsomas. Na, das ist echt. Nein, das war die Quartierchen. Da sind wir auch schon. 15 Wolfsomas. Die armen alten Damen. Aber nun ja, kann man leider nichts machen. Sie müssen dran glauben. Oh, die haben sogar ein Körbchen in der Hand. Naja. Dann mache ich mal wieder eine Pause, bis wir die 15 Stück haben. So. Da haben wir es wieder mal geschafft und können uns nach Pompeji porten. Und zum Friedensoffizierin. Oh, da haben wir noch eine Quest gleich erledigt. Sehr schön. Ich weiß nicht, was die Wölfe vorhaben. Ich weiß nur, dass wir handeln müssen. Ich brauche deine Hilfe. Töte die Schwächsten von ihnen, die Wolfsomas. Achso, das ist, warum liegt das nochmal vor? Haben wir. Du bist großartig, du hast die Wolfsomas mit Leichtigkeit vernichtet. Yay. Wolfsomas sind keine große Herausforderung für dich, nicht wahr? Ich sollte dir wohl einen wichtigeren Auftrag geben. Na, schon aufgeregt? Haha. Dann wollen wir nicht länger um den heißen Brei reden. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Ich habe gerade einen Hilferuf von einem Mann empfangen, den ich nach Tufeld geschickt hatte. Um die dortigen Wolfsaktivitäten im Zaum zu halten. Pompeji ist zurzeit geschwächt und kann auf keinen Mann verzichten. Darum muss ich dich bitten, uns zu helfen. Hilf diesem Nichtsnutz so und so, das Wolfsproblem in den Griff zu bekommen. Du findest ihn in Tabufeld. Er ist wahrscheinlich völlig verängstigt. Kümmere dich also gut um ihn, ja? Annehmen, wir müssen den Patrouillensoldaten besuchen. Mal gucken, was der uns dann erzählt. Die arme Wurst, völlig verängstigt. Steht aber drum. Na, wo ist er? Na, da hinten. Fertig. Hat dich der Boss geschickt, um mir zu helfen? Du bist ziemlich jung. Ja. Er sieht so aus, als wäre er so alt wie er, also als Leiche. Mut fordern. Wer sagt, dass ich Angst habe? Ich hatte ein paar Schwierigkeiten und habe mich taktisch zurückgezogen, das ist alles. Weißt du, was ein taktischer Rückzug ist? In Ordnung, ich gebe zu, ich hatte etwas Angst. Mitten in so einem großen Feld ohne Freunde und überall heulende Wölfe. Es war nicht einfach, schließlich haben sie mich umzingelt. Der Kapitän sagte, ich würde mit ihnen fertig werden, aber ich habe nicht mal geschafft, mein Schwert zu ziehen. Auch das ist nicht einfach, du stimmst doch sicher zu. Du hast ein Geheimnis, das dich tapfer macht, nicht wahr? Ich weiß, du hast einen dieser Tapferkeitstalismane aus dem Schmuckland von Pompeji, nicht wahr? Lass mich mal versuchen. Ich werde es dir tausendfach zurückzahlen. Ja, ich werde dich zum Grillen einladen, es gibt Kaninchen. Lecker. Kaninchen. Wir müssen zum Schmuckladen. Und dann Kaninchen.
Tapferkeitstalisman. Das ist ein Artikel aus dem... Ja, jetzt kommt da die Schrift drüber, Mann. Mut sammeln. Ich weiß nicht, warum du unbedingt diesen Tapferkeitstalisman willst, aber wenn du ihn wirklich willst, bring mir 5 Stück stabile Faser und 5 spitze Wolfszähne. Wenn du genug Materialien findest, werde ich dir einen Tapferkeitstalisman machen. Stabile Faser findet man auf den alten Ends von Dämmerfeld. Die spitzen Wolfszähne bekommt man nur von den Wolfsummers außerhalb der Stadt. Wenn wir nicht schon genug Ummers getötet haben, Mensch, die Armen. Dann machen die mal Ferien vom Altersheim und laufen fröhlich im Feld rum. Und wir müssen die alle umbringen, also echt. Da kümmern wir uns erstmal um die Ents. Da ist auch noch so eine Wolfsumme, mal ähnliches Vieh. Aber das ist ein Boss von sehr viel später. Nun ja, ich schätze mal, dann heißt es mal wieder eine kleine Pause machen, bis wir alles zusammengesammelt haben. Und dann sehen wir uns wieder.